Hallo, ich bin die Moselweinkönigin Sarah Röhl aus Kröf. Ich bin die Moselweinprinzessin Jacqueline Krause aus Winningen. Und ich bin Moselweinprinzessin Kirsten Urban aus Wehlen. Gemeinsam sind wir die Weinhoheiten des Anbaugebietes Mosel für das Jahr 2021-22. Heute befinden wir uns in der Winebank in Trier und werden für Sie ein paar leckere Weine verkosten. Begeben Sie sich gemeinsam mit uns auf die Entdeckungsreise entlang unseres Anbaugebietes. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und zum Wohl! Liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde, wir freuen uns über Ihr Interesse für unser Anbaugebiet. Die Mosel ist gerade bekannt für den Riesling aus unseren Steillagen. 62% unserer Rebflächen wachsen an den Hängen der Saar, Ruwer, der Mittel- und Terrassenmosel. Eine Spezialität der Obermosel, vor allem mit den kalkhaltigen Böden, ist der Elbling. Aber auch der Müller-Thurgau oder auch als Rivaner bekannt und die Burgunder-Familie erfreuen sich großer Beliebtheit in unserem Anbaugebiet und sind auch wichtige Rebsorten. In diesem Video stellen wir eine andere Mosel vor, um Ihnen die regionale Weinvielfalt näher zu bringen. Unsere Weinauswahl basiert auf der alljährlich stattfindenden Jahresauswahlprobe des Moselwein e.V.s. Wir bedanken uns bei allen Winzern, dass sie jedes Jahr ihre besten Weine zur Verfügung stellen. Die besten Liste der Jahresauswahlprobe finden Sie auf der Homepage des Moselwein e.V.s. Den dazugehörigen Link finden Sie unter dem Video. Nun aber zu unserem Weinpaket Die andere Mosel. Verkosten Sie, probieren Sie und vor allem diskutieren Sie auch über die Weine und wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß dabei. Ja, dann starten wir direkt mal mit unserem Paket Die andere Mosel. Und wir starten mit einem trockenen Weißwein, ein Auxerrois von der Obermosel aus dem Jahr 2020. Die Obermosel wird auch die südliche Weinmosel genannt und ist vor allem bekannt durch seine Muschelkalk- und Dolomitgesteinsböden. Ja, ich glaube, hier an der Mosel kann man mal richtig schmecken, wie viel der Boden an Weincharakter verändern kann und wie unterschiedlich auch die Weine je nach Region schmecken, obwohl es die gleiche Rebsorte sogar manchmal ist. Ja, neben dem Boden ist es ja auch sehr bekannt, dass es nicht ganz so steil ist, sondern auch eher breiter vom Fluss ist und wie gesagt auch flacher. Ich würde noch gerade was zum Wein sagen. Ist ja ein Auxerrois, ist nicht ganz so bekannt bei uns an der Mosel. Und den Namen hat der Auxerrois daher, dass er aus der Stadt Auxerre in Frankreich kommt. Dann machen wir direkt aber weiter und wollen uns den Wein auch mal anschauen. Also es ist ein ganz helles Gelb. Man merkt schon von der Farbe her, da ist kein Riesling im Glas. Dann riechen wir. Ja, ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Geruch. So pikante Früchte und vielleicht sogar ein paar Stachelbeernoten, würde ich sagen, riecht man da. Dann probieren wir doch mal, oder? Ja, vom Geschmack merkt man direkt, er ist sehr, sehr kräftig im Geschmack. Hat aber auch eine sehr, sehr milde Säure. Mhm. Aber ich würde sagen, auch wenn er von der Säure her eher mal unterschiedlich zum Riesling ist, passt die asiatische Küche, die wir auch gerne beim Riesling nehmen, hier auch super. Oder so einen kräftigen Käse, so Blauschimmel in die Richtung, könnte ich mir da auch gut vorstellen. So was Starkes beim Essen, was dann diesen sanften, weichen Wein ergänzt. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall mal sehr gerne auch zu Hause ausprobieren. Und ich würde sagen, wir freuen uns jetzt auf den nächsten Wein und legen direkt mal los. Zum Wohl! So, nach dem Auxerrois von der Obermosel aus Nittel gehen wir jetzt an die Mittelmosel nach Erden und haben einen Weißburgunder aus dem Jahr 2020. Thank you.
Ähnlich wie gerade eben, das sind jetzt eher die Rebsorten. Da haben wir eine hellere Farbe im Glas, so ganz hell, sanftes Gelb. Ja, das stimmt. Und auch wenn wir riechen, haben wir nicht so die typischen Noten, die wir an der Mosel gewöhnt sind vom Riesling, sondern vielleicht eher schon in Richtung Birne gehend. Aber trotzdem sehr lecker riechend. Vom Geschmack her auch sehr, sehr interessant. Da ist eine, ja, dreierlei Struktur, kann man eigentlich schon fast sagen, drin. Zum einen ist da eine gewisse Fruchtigkeit mit bei, harmoniert gleichzeitig mit der Säure, aber auch eine gewisse Mineralität ist vorhanden. Ja, da würde ich auch sagen, von dem sandigen Lehmboden, der bei dem Weingut in der Lage vom Wein ist, da spürt man auf jeden Fall auch so ein bisschen Abwechslung in der Mineralität und nicht die gewohnte Mineralität von unserem Schiefer. Ja, ein ganz sanfter Wein, aber es muss ja auch nicht immer Riesling sein. Die Mosel kann ja auch vieles mehr. Würde ich auch sagen, probieren wir weiter und entdecken, was die Mosel sonst noch alles so kann. Nach der Obermosel und der Mittelmosel kommen wir nun zur Terrassenmosel. Wir haben hier ein Elbling 2020 von der Terrassenmosel aus dem Weinort Ernst. Die Mosel ist zwar bekannt dafür, dass die Königin der Reben der Riesling ist, aber die älteste Rebsorte an der Mosel ist der Elbling und dieser hier ist an der Terrassenmosel angebaut. Ja, eigentlich ist der Elbling eine Spezialität von der Obermosel. Durch die kalkhaltigen Böden fühlt der Elbling sich da besonders wohl. Und der Elbling ist tatsächlich eine Rebsorte, die fast 2000 Jahre alt ist. Nun, unser persönlicher Tipp. Natürlich ist ein Elbling-Wein sehr überzeugend, doch probieren Sie auf jeden Fall auch mal einen Sekt aus dieser Rebsorte. Aber dann schauen wir doch mal, wie sich der Wein im Glas macht. Ja, also Elbling ist ja generell dafür bekannt, dass er einen guten Ticken heller ist als zum Beispiel ein Rieslingwein. Und auch hier sehen wir einen sehr hellen, dezenten Gelbton im Wein. Ja, es hat so ein bisschen was vom Weißburgunder von der Farbe her. Dann wollen wir auch mal dran riechen. Ah, jetzt wird unsere Nase etwas geschult. Das ist nicht so einfach wie beim Riesling, dass man schon so eine Duftwolke in der Nase hat. Hier muss man genauer riechen. Aber entdeckt auch so Zitrusfrüchte, Apfel, Birne. Aber dann probieren wir doch mal den Wein. Oh, auch ein sehr interessanter Wein. Ja, er ist auf jeden Fall sehr pikant und herzhaft auf der Zunge. Ich würde auch sagen, gar nicht so viel Alkohol. Ist also sehr, sehr leicht. Und ich würde sagen, ein sehr, sehr schöner Sommerwein. Bestimmt gut für den nächsten Mädelsabend. Ja, dann machen wir direkt weiter mit dem vierten Wein im Weinpaket, ein 2020er Chardonnay aus Longich. Hier ist sehr speziell das Etikett, das hat nämlich ein Künstler entworfen, wenn ihr euch das mal beide angucken wollt. Da sind tatsächlich zwei Hühner drauf, auf jeden Fall sehr speziell und sollte man sich mal angucken. Ja, auch hier haben wir wieder einen sehr hellen Wein mit schönen gelb-grünen Reflexen. Würde ich sagen, wir riechen mal dran, oder? Also im Gegensatz zu den anderen Weinen hat er sehr viele fruchtige Aromen. So gelb-grüne Früchte, hier riecht man zum Beispiel einen grünen Apfel heraus, aber auch einen Tick Birne, aber auch Zitrone. Kirsten, wenn du schon so flüsterst, lecker, wollen wir doch auch mal probieren. Damit ich dir auch zustimmen kann. Die Nase lügt nicht. Die Nase lügt nicht. Genau, also das haben wir, dieses Fruchtige, was du gerade angesprochen hast. Und dann hat man so nussig-würzige Noten auch, die das Ganze kombinieren und richtig schön weich im Gaumen machen.
Einfach ein toller Wein. Dann zum Wohl! Wir machen weiter mit einem 2020er Spätburgunder Rosé aus Waltrach. Das liegt an der Ruwa und es ist so besonders, dass es ein Spätburgunder Rosé ist, weil gerade an der Ruwa der Rieslinganteil bei fast 90% liegt und wir deshalb uns sehr glücklich schätzen können, jetzt dieses Tröpfchen im Glas zu haben. Ja, dann schauen wir uns den Wein mal an. Ich würde sagen, das ist richtig hell, fast schon lachsfarben. Vom Geruch her könnte man bei der Farbe auch auf Erdbeere oder Himbeere schließen, weil diese Note ist im Geruch sehr stark mit dabei, aber auch eine gewisse Mineralität. Ja, und auch hier lügt die Nase nicht. Also es ist ein sehr frischer Wein, aber trotzdem sehr gehaltvoll. Vor allem die Früchte, die Jackie gerade angesprochen hat, die Erdbeere und die Himbeere, kommt auch sehr raus. Und auch im Abgang, finde ich, hat er, trotz dass er ein sehr leichter Wein ist, noch ganz schön viel Druck. Also den sollten wir uns mal im Auge behalten. Ja, um den mit Freunden zu genießen, aber auch um dazu zu kochen, finde ich. Also das auch in Kombination mit Fisch, Forelle oder allgemein Meeresfrüchten, stelle ich mir sehr lecker vor. Ich freue mich darauf. Als sechsten und letzten Wein haben wir in unserem Paket einen Rotwein. Es ist ein 2018er Spätburgunder aus dem Ort Windrich. Wenn wir mal so überlegen, ein Rotwein an der Mosel, das ist ja eigentlich schon die Besonderheit. Wir haben ja nur 10% Rotweinrebsorten. Davon aber ganz schön viel Spätburgunder. Davon auch abgesehen war, ich glaube, fast 50 Jahre lang Rotwein an der Mosel verboten. Ja, aber ist jetzt immer mehr im Kommen. Genau. Danke. Dankeschön. So, natürlich jetzt im Gegensatz zu dem Spätburgunder Rosé eben natürlich viel kräftiger in der Farbe. Man könnte, weil ich ja eben schon die Frucht angesprochen habe, so eine ausgepresste Sauerkirsche, also wirklich sehr, sehr kräftig und dunkelrot. Ich glaube, wir sind uns alle einig, diese Sauerkirsche, die entdeckt man auch in der Nase wieder. Aber auch so ein bisschen Röstaromen, so ein bisschen holzig, also es ist nicht nur auf dem Papier, dass der im Barrique-Fass lag, ja. Das hat man auch direkt in der Nase. Ja, und auch vom Geschmack ist es ein sehr breiter Wein und sehr kräftig, wie man es von Rotwein auch sehr oft kennt. Aber vielleicht sogar eine ganz kleine Cassis-Note mit drin. Also ein sehr interessantes Aromenspiel auch im Mund. Ja. Aber dafür, dass der Barrique-Fass ausgebaut wurde, finde ich, kommt dieser Barrique-Geschmack gar nicht so intensiv im Mund. Ja, mehr in der Nase als im Mund. Genau. Aber ist ganz angenehm, weil dann die Frucht besser durchkommt. Das stimmt, ja. Ja, dann hoffen wir, Ihnen haben die Weine geschmeckt. Es hat Ihnen gefallen, diese kleine Entdeckungsreise durch die etwas andere Mosel mit uns zu machen. Schauen Sie gerne noch auf der Internetseite der Moselwein e.V. vorbei. Es gibt auch noch andere Weinpakete und wir freuen uns, wenn Sie diese Weine auch noch zusammen mit uns verkosten. Zum Wohl.